Und heute geht es weiter mit der Champions League, mit dem Rückspiel gegen Manchester United. Hier sieht das Ergebnis, Hinspiel Madrid 2. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen gegen den Trend gearbeitet. Ja, wir haben ein Ligaspiel vor dem Champions League Spiel gewonnen. Ich habe sonst. Ja, passt doch eigentlich soweit. Gut, gehen wir rein ins Match. Ich muss jetzt doch nicht zwischendurch unterbrechen, sondern kann mich jetzt wieder konzentrieren auf Liga. Jetzt geht's quasi nach danach, also jetzt Manchester, dann Hoffenheim und dann die Bremer. So, gut, gucken wir mal rein. Jo, passt. Wir können heute die Jungs mal ein bisschen sich auspowern lassen. Ich muss mich jetzt nicht beeilen. Meine Bestellung ist tatsächlich genau dann gekommen, als ich das letzte Spiel in Dortmund fertig hatte. Jetzt geht's weiter. Ich habe mich eine Kaffeemaschine bestellt, eine neue, weil meine kaputt gegangen ist. Deswegen habe ich jetzt eine Kapselmaschine bestellt. Das heißt, ich habe jetzt Kaffee in verschiedenen Sorten. So. Na dann, auf geht's. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Denn der konnte ja zuletzt einen Dreierpack für sich verbuchen. Gelingt das auch heute wieder? Jetzt erleben wir es. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Kampf gegen Dortmund dreimal. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tag das Rückspiel aus dem Viertelfinale. Wir freuen uns auf ein Riesenspiel. Die Vorteile liegen natürlich leicht bei den Gastgebern. Sieg im Hinspiel, aber es war knapp. Da darfst du dich nicht ausruhen. Hier kann viel passieren. Ich glaube, hier wird auch viel passieren. Eine Partie, in der eine Menge drinsteckt. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute, Buschi. Und ja, entsprechend zwei gelbverbelastete Spieler. Mittelfeldspieler, die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. So, unsere Jungs sind heiß natürlich auf dieses Duell mit Manchester United. United ein bisschen unter Druck. Im Idealfall müssten sie natürlich ihr Spiel gewinnen. Dann wäre es erstmal eine Verlängerung möglich. Und wenn sie nämlich heute unentschieden spielen, sind wir in der nächsten Runde. Und stehen wir mit Bayreuth im Halbfinale. Auf der Torhüterposition, David de Gea, Jadon Sancho steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Man hat gewechselt, auf jeden Fall Torres drin in der Verteidigung, sehe ich gerade. Ja, ansonsten eigentlich nichts. Nur eigentlich die Wechsel der Torres. Für Diego Carlos. Wir werden mit der gleichen Elf spielen wie gegen verloren. Gewonnen hat. Also, mal gucken, was heute drin ist. Ein Unentschieden und dann sind wir in der nächsten Runde. Er zieht natürlich einfach vorbei. Da ist die Chance. Er hält ihn. Sehr geil. Nochmal das. Naja, Dortmund, United ist unter Druck. Die werden uns wahrscheinlich heute ein bisschen die Hölle heiß machen wollen. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, so, jetzt probiere ich, lassen mal solche Dinge weg. Nein, lässt nichts anbrennen. Ja. Wie sieht deine Prognose heute zu Pierre-Emerick Aubameyang aus, Buschi? Nach dem Dreierpack zuletzt soll es heute so weitergehen. Ja. Ist für die Abwehr eine recht schwierige Aufgabe. Jetzt hat er vielleicht ein bisschen Platz, sehr glaube. Sehr schwer auszurechnen, sehr wendig, sehr bald. Boah, das wird gefährlich. Yes! Da ist der Treffer. 1-0 Bayreuth 8. Spiel
Jetzt braucht United schon mal zwei. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. Lilian Eckloff mit seinem 5. Champions-League-Tor. 4:2 nun der Spielstand nach beiden Spielen. Es geht weiter. Brand. Also 4:2 in der Addition. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Da gut. Sie den Ball. Da mehr Paul Torres gewesen. Hat das gut gelöst da. Sich da ein bisschen im Weg gestellt. Brand. Das ist Rice. Kevin Rice. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Serge Gnabry. Gnabry. Warum der auch wieder in der Stadt steht, weiß ich nicht. Weil er hat leider nichts auf die Reihe gekriegt. Ist egal. Alles gut. Alles, was hier jetzt gerade hier heute nichts mehr passiert, ist super. United muss, selbst wenn United ein Tor macht, ist es auch nicht tragisch. Aber wie gesagt, alles muss verteidigen. 20. Minute mittlerweile. Serge Gnabry. Gnabry, wie gesagt, der Mensch bin ich nicht allzu viel auf die Reihe gekriegt. Das muss es und sein. Rashford, genauso wenig. Keine Frage. Aber jetzt auch nochmal eine gute Situation. Aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Brandt. Manchester United mit geduldigen Pässen. Und nochmal. Also United muss, versucht es jetzt natürlich. Klar, die müssen jetzt. Die kommen, dürfen jetzt sich nicht noch irgendwie reinstellen oder was auch immer. Oder abwarten oder was auch immer spielen. Weg damit. Einwurf. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Nicht im Aus. Gut gemacht. Das könnte gefährlich werden. Brandt. Brandt. Hat dann. Gutes Tackling hier. Schön. Fischer. Konter über Jonas Sterner. Hereingabe in die Mitte. Ja, schade, erste gute Situation. Jetzt ist Platz für den Konter. Und jetzt Gnabry. Weiter jetzt Herr Gnabry. Das war eine richtig. Eigentlich hat es richtig gemacht. Rote gut gespielt. Jan Fiete ab. Das ist Aubameyang. Schiri, da kann man aber auch mal mindestens Gelb geben. Das tut er auch. Für Rot war, glaube ich, zu weit weg. Da wäre er dran gewesen. Aber es gibt die erste gute. Da kann man schon mal eine Verwarnung geben. Brand raus? Okay. Der Torschuss aus dem Hinspiel, das 1-0. Der 1-0 Torschuss aus dem Hinspiel, ja. Mit 2-0! Boah! 2-0, 5-2, Addition. Ich nehm's mit. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann wunderbar eingeköpft. Ja, kann man so machen. Die Nummer 5. Ich weiß nicht jetzt gerade, wer es war. Das sollte Torres eigentlich gewesen sein, wenn ich mal so spontan bin. Paul Torres, ja, von dem kurzen Namen passt das eigentlich. Ja, es war auch ins Paul Torres, der. Ja. Kompletter Rollstand. Ab 2-0. Passt. Weiter geht's hier. Nun steht es in Addition 5:2. So, United braucht jetzt 3. Ja. Erfolgreich gegrätscht. Ebenfalls erstmal rausgeklärt. Wie gesagt, United hat eine Runde vorher Barca ausgeschaltet. Das ist Joao Felix. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Sie können kontern. Und, da kommt ein bisschen sehr kurz der Ball. Eigentlich nichts so Wichtiges, Dramatisches. Aber Eckloff kommt noch rein. Am Ende kam da doch kein
So, wahrscheinlich werde ich jetzt wechseln zur Pause. Schelderup für Limperle, weil der platt ist einfach. Da müssen sie mehr rausmachen. Jadon Sancho. Joao Felix. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Joao Felix. Und wieder das Anspiel auf Joao Felix. Ja, Pause. 0 Pause. Zu 2 aus Sicht von Manchester United. Also 2-0 für uns. Zufrieden. Und wir wollen natürlich da diese Punkte genommen. Und Rashford hatte eine riesige Chance. Ja, Bayern momentan auch in der nächsten Runde gegen Real. Aber. Da ist er. Der Wechsel. Ich gerne ziehen würde. Schelderup für Lemperle erneut in der Pause. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Ist nur jetzt ein taktischer Wechsel, weil Lemperle einfach platt ist. Es hat nichts mit seiner spielerischen Weise zu tun. Ja, nichts passiert. Leider kommt er nicht ganz durch. Aber es war eine gute Annäherung. Joao Felix. Serge Gnabry. Pass zu Joao Felix. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Bissaka. Jetzt. Van Bissaka. Am Ball Joao Felix. Gehalten. Ja, solange United kein Tor macht, solange nichts Zwingendes rauskommt, kann sie laufen, wie sie wollen. Wir müssen einfach unsere Situation nutzen. Ah, es war nichts. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stören. Joao Felix. Abflug. Rote. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Ah, jetzt er kommt erst Casemiro. Der hat ja im Hinspiel das 2-2 gemacht. Und Schelderup läuft ihn noch. Einwurf für Manchester United. Ja. Rice. Das ist Joao Felix. Und er geht an ihm vorbei. Leider etwas unplatziert, dieser Schuss. Und der ja, weit, weit weg. Problemlos. Wie gesagt, solange United nichts macht und keine Tore macht. Gutes Technik. Und weg damit. Die Chance auf den Konter. Abwehr muss aufpassen. Ja, leiser im Abseits. Ich wollte ihn eigentlich vorne reinspielen. Aber gut, okay. Wir gehen mal kurz auf den Wechsel. Wir müssen ja so ein bisschen wieder unsere Spieler müssen, die fit sind. So. So, mal das ausprobieren. Casemiro. Ja, wie gesagt, wir haben natürlich ein bisschen durchgewechselt. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Das darf natürlich nichts weiter passieren. Das Spiel, ja. Foul von Man United geht weiter. Foul von Man U, okay. Ich dachte, mir wäre eigentlich nur ein Handspiel drin gewesen, aber ist okay. Rote. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Rote. Flanke kommt in die Mitte. Ja, leider nicht weiter ganz. Diese Szene. Immer noch Gefahr. Immer noch nicht, schade. Nee, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Gnabry. Jadon Sancho. Sancho. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Und gib ihn. Sie spielen steil, gefährlich. Aber dann kommt doch nichts raus. Alles im Griff. Wie gesagt, wir führen 2-0. Es ist noch eine gute Viertelstunde zu spielen. Gnabry. Aktuell ist United braucht halt 2 Tore. Ja, Minimum. Rashford. Und so weiter und so weiter. Also, was heißt und so weiter, aber... Joao Felix. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, ja aus dieser Entfernung. Felix hat überhaupt nichts auf die Reihe. Bisher kriegt er nichts besser auf die Reihe.
10 Minuten sind noch zu absolvieren. Der Konterball auf Youssoufa Moukoko. Sie können sich befreien. Kommt nicht weg, weil Wan-Bissaka da gut verteidigt. Da ist Platz für den Konter. 7 Minuten noch. Das könnte was werden. Sancho spielt der Ball steil. Für United Rashford. Rashford mit dem Tor. 2-1. Das macht einfach immer wieder Spaß, ihm zuzuschauen. Gerade auch bei solchen Spielsituationen. Noch ist nicht so dramatisch. Wie gesagt, noch ist alles in okay. Solange sie jetzt nicht. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ball kommt in die Mitte. Ja, sie können erstmal klären. Ball ist weg erstmal. Nicht, dass da jetzt die noch was. Neigt sich dem Ende entgegen. Ja, nichts, Schiri. Ciao, Felix. Zwei Minuten mehr nachgespielt. Super Pass. Und so, Nachspielzeit läuft jetzt. Bei diesem Steilpass. Ja, wird hier gut unterstützt. Rashford. Und das war die letzte Chance für den United, hier noch auf sie, auf den Ausgleichstreffer. Es würde trotzdem nichts bringen. Bayreuth, jedem Mal Finale. Damit hätte ich nicht gerechnet, ganz ehrlich nicht. Nicht in dieser Konstellation, nicht gegen diesen Gegner, aber wir sehen wieder mal, so kann es laufen. Der eine hat einen Lauf, der andere kann nicht an die gewohnten Leistungen anknüpfen. Glückwunsch zu dieser fabelhaften Leistung. Ja. Ein Halbfinale. Spiel von ihm heute. Kann man nicht anders sagen. Dort trifft man dann wieder auf Bayern oder Real, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wie gesagt, je nachdem, wie die Tabelle da aussieht. Das war ein richtig guter Auftritt. Und Real, mit dem hatte man ja schon mal eine gute Erfahrung gemacht. Da haben wir ja 0-2 verloren zu Hause und dann 3-1 auswärts gewonnen. Also, why not? Wir haben es auf jeden Fall gemacht. Am Ende fragt Trommel keiner mehr, wie man weiterkommt, wie sie weiter. Bayern ist uns weiter gegen Real. Nur so um den Ball. Nicht, dass wir wieder gehen, dass wir jetzt gegen die Bayern antreten dürfen. Ja, wunderbar. Bist du durch? Wir schalten Manchester United aus der Champions League aus, die vorher Barcelona rausgeschmissenen. Jo. Und jetzt sind wir unter den ersten besten vier. So. So, okay. In der nächsten Partie geht's gegen, oder nach Hoffenheim. Bis dahin.